Y'all still want me to come with you? Ich gucke ihm, ich stehe mir immer noch im Weg. Und dann gucke ich ihm so tief in die Augen, lächle so ganz selbstsicher und meine so: Mein Freund, du möchtest jetzt nicht einfach so an mir vorbei nach draußen gehen. Wir wollen doch sicher nochmal mit dem Aufzug nach oben fahren und uns auf der Fahrt ein wenig unterhalten. Er macht große Augen und geht einen Schritt nach hinten so. Das kann gar nicht sein! Das geht nicht! Nun, warum hast du auf mich geschossen und wer hat dich beauftragt? Du siehst, wie er sich gegen die Wand drückt. Ich weiß gar nichts. Das war ein telefonischer Auftrag. Aber du kannst nicht hier sein. Ich bin es aber. Warum sollte ich nicht hier sein können? Ich verfehle nie mein Ziel. Ich habe getroffen. Du hast mich auch nicht verfehlt. Hast du das Handy noch dabei? Ja, habe ich. Lege es auf den Boden. Und er geht halt aus dem Aufzug so raus und sobald quasi dann der Aufzug zugeht... Ja, ich fahre dann direkt wieder runter. Ja, sobald der Aufzug zugeht, hörst du eilige Schritte. Du hörst halt, wie der auf dem Flur irgendwo wegrennt, irgendwie wahrscheinlich zum dritten Haus. Ja. Ich nehme das Handy an mich. Und die beiden Typen, die dich quasi da gefesselt haben, ziehen dich jetzt so links und rechts unter den Armen hoch. Wir gehen jetzt. Die Polizei wird sicher gleich unten warten. In der Lobby. Ja, aber was soll denn das jetzt? Hör mal, ich hab doch gar nichts gemacht. Sie sind dringend tatverdächtig. Meinst du nicht auch, Jim? Sicher. Was war das? Sekunde, der eine, den du vorher bereits beim letzten Mal so mit dem furchtsamen Blick eingeschüchtert hast. Ja, aber der will da auf keinen Fall reingehen. Schickt seinen Kollegen drin. Bob, geh du. Geh du nachschauen, irgendwas war da. Ist alles okay mit dir da drin? Und die Tür, also die macht die Tür auf und spricht halt so rein. Und ja, der liegt ja da, der Typ, ne? Genau, und sieht seinen Kollegen halt mit der Nase auf dem Teppich liegen halt. Geht zu ihm hin, beugt sich so runter. Wenn er sich runterbeugt, mache ich aus und stürze mich sofort auf den. So, jetzt prügelt ihr euch quasi auf den Boden. Es geht jetzt darum, ne, quasi den anderen irgendwie auszunocken, wobei das bei mir jetzt wäre. So, Hector, zurück zu dir. Der Typ, der so ein bisschen schon Panik hatte vor dir, aber noch nicht weggerannt ist, steht und kriegt diese Prügelei mit. Quasi und. Was passiert da? Willst du irgendwas tun? Ja, das Monster! Wurde er jetzt ja mit der Aufmerksamkeit nicht so wirklich bei mir. Ich würde versuchen, den irgendwie zu entwaffnen. Und da habe ich gedacht, am besten ramme ich ihm einfach mal schön mein Knie in die Weichteile. Dann dürfte er andere Sorgen haben. Und ich versuche das einfach mal. Was muss ich würfeln? Und geht mit einem Mama in die Knie. und kippt um. So, jetzt würfelt er nochmal Stamina, ob der drauf direkt bewusstlos würfelt wird. Ja, wird er. Dann ich springe wieder zurück zu Tom. Ja. Du hast als letztes attackiert gehabt, ne? Ja. Nee, du hast absolut. Der Typ hat attackiert gehabt. Dann bist du dran. Du darfst ihm wieder eine Person zu geben. Oder was willst du machen? Ja. Okay. Ich mache das mit einem Fauchen auf dem. Ich versuche ihn wieder. Ich bin ja immer noch im Rücken von dem. Dann kann ich ihn immer noch besser kaufen, glaube ich. Genau. Der versucht halt immer so mit dem Ellbogen so nach hinten zu schlagen und sieht halt auch nichts, weil dunkel ist. Hector.
Ja, liegt da irgendwie eine. Also da liegen ja, liegt ja jetzt alles voll Glasscherben. Da kommt da eine, die ein bisschen größer ist, so dran, dass ich mit den Händen, die ja auf dem Rücken sind, irgendwie. Definitiv. Die Fessel, dieses Ding hier. Was war das Kabelbinder, ne? Genau. Das irgendwie aufmachen kann. Würfel mal auf Dex und Larceny. Ja, da kommt die 9. Sehr gut. Ja, geschickt wie sonst was. Hinterm Rücken machst du das auch. Bis bald. Dom, zurück zu dir. Neue Runde? Ja. Die kebbeln sich da weiter. Ja, immer noch fauchende Geräusche von mir gebend. Die sind sich da am Rumrangeln und am Kebbeln, aber keiner tut irgendwas. Okay, Hector, du bist frei. Ich fürchte, ich muss da mal eingreifen. Das kann sich ja kein Mensch mit angucken. Und Vampire auch nicht. Ja, du machst das Licht an und siehst, wie die sich halt kebbeln und der eine Security halt mit dem Gesicht nach unten. Ich will mal versuchen, ob ich die Flanken so erwische. Ich meine, so Tritt in die Nieren, der könnte ja auch irgendwie. Okay. Ne? Dexterity und Brawl. Und Schaden machst du. 6 ist ein Schaden. Schlagschaden. Den er absorbiert. Ja. Okay. Weil der mich auch nervt, versuche ich dem irgendwie so das Gesicht so richtig fett in den Boden zu rammen. Okay. Das richtig jetzt. Okay. Ja, der Nossi packt den Kopf von dem, du gehst mir auf den Sack. Bam! Und rammt den einmal in den Teppich. Ja, so, ich mach dir nochmal Stamina. Ob der und. Ja, und auch der wird ohnmächtig. Oh. Nicht so, wie der so ein bisschen Blut spuckt, weil du ihm offenbar einen Zahn ausgeschlagen hast und kurz darauf. Zusammensackt. Das macht ihr soweit und Christopher Black kommt unten an der Lobby an. Du siehst bereits, dass vor dem Gebäude bereits 3 Polizeiwagen stehen. In so einem Halbkreis vor. Oh, nicht so laut raschen. In so einem Halbkreis vor dem Eingang. Und dass drinnen in der Lobby, also wenn du jetzt quasi die Stufen hochgehst zum Hotel, auch mehrere Polizisten bereit stehen, die offenbar mit ja, der Dame am Empfang quasi reden. Und dann möchte ich ihn gerne manipulieren, weil ich ihm auftischen will, mal wieder, dass ich vom FBI bin und würde gern einen Punkt Willpower dafür benutzen, damit das auch schluckt. Ich bin Agent Mulder vom FBI und Moment! War ein Scherz! Nee, den hast du gesagt! Ja, okay, ich bin Agent Mulder, wenn das klappt! Okay, ich habe mein. Einmal ein Scherz, ich bin Dana Scully, ne? Also ich habe meinen Würfel auf Intelligenz, da hatte der jetzt nicht so viel und was habe ich noch gewürfelt hier? Hier. TV-Wissen. Empathy halt. Ja? Ja. Ich habe gewürfelt 3-3-2-2. Ich bin Agent Mulder, Mitch! Fuck yeah, du bist Agent Mulder! Die Wahrheit ist irgendwo da draußen! Na, dann kommen sie doch am besten mit hoch. So. Insgesamt 5 Polizisten plus der Chef betreten den Aufzug. Plus Agent Mulder. Gut, dass ich dazugehöre. Ich habe eine Armee bei mir und jetzt seid ihr so gepickt. Ihr geht zum Treppenhaus und geht im Treppenhaus runter. Bing! Oben kommt ein Aufzug an. Das ist so gut. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das war ja, aber ich hab schon eine Idee. Zwei Sicherheitsleute am Boden. Sie ist halt sichern Sie das Stockwerk, ich gucke, ob Sie über das Treppenhaus geflüchtet sind und renne direkt raus. Ja. Und in die Lobby wieder. In beiden Seiten des Hotels, links und rechts in den Treppenhäusern. Und Hector so. Und unten kommen wir uns dann so in der Lobby so gegenüber aus den Treppenhäusern entgegen. Ja, hat irgendwie so ein bisschen was vom Stupidio, okay. Ja, gibt es da nicht irgendwie einen Hinterausgang zu den Mülleimern oder so? Oder irgendwie einen Personalausgang? Oder irgendwie. Kanalisation! Hier. Da irgendwie zu einem reinen Mitarbeiterbereich, irgendwie einen Keller oder irgendwie einen abgetrennter Bereich, wo die was aufgebaut oder was? Als du in der ersten Etage quasi bist, da siehst du, dass da die Küche ist. Gibt's da im Eingangsbereich zur Küche irgendwo einen Kittelständer mit dem Kochkissen? Ja. Voll cool, ich zieh mir eine Kochjacke an. Und marschier mal ganz unauffällig durch die Küche. Als würde ich da hingehören und guck mal, ob man da von der anderen Seite noch irgendwo rauskommt. Okay, du gehst mit dem Kochkittel in die Küche rein. Und sobald du 2 Schritte in diese Küche getan hast,
doch der Rockstar! Hector Luen Garcia! Schon scheiße, wenn man Aim 3 hat. Ja. Was machst du denn? Ich dachte, ich guck mal, was mir so kocht. Weil, bringt mir was bei! Ja, mein Management hat gesagt, ich muss mich dringend gesünder ernähren, sonst halte ich das nicht zu. Ich bin auch eigentlich ein bisschen zu viel und so. Und dann haben die gesagt, wenn ich nicht aufpasse, dann mache ich das nicht mehr lange hier mit dem Rockstar. Und eigentlich mache ich das voll gerne. Deswegen dachte ich, ich guck mal in so einer Hotelküche, da können ja viele Leute kochen. Vielleicht mag mir einer was Gesundes ausgewogenes zeigen. Dann kann ich wenigstens so viel mehr mal da lassen. Manipulation und Subterfuge. Bam! Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon gehört, dass sie irgendwie zu Gast bei uns sind. Also, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie bei uns in die Küche kommen. Kommen Sie rein, schauen Sie sich um. Wir machen ja alles frisch, also ganz, ganz frisches Gemüse hier, gucken Sie. Christopher Black, du kommst wieder unten in der Lobby an. Da sind ja noch die anderen Bullen, ne? Ja, da stehen noch so 3 Stück rum. Die hatten halt die mein Gespräch. Haben die mein Gespräch mit dem Walrus mitbekommen gehabt? Bestimmt, ne? Ja. Gut, dann komme ich ganz hektisch auf die zugelaufen. Ja. Nehmen Sie sofort die Aufzüge nach oben. Da oben ist eine gigantische Schießerei am Gang. Beeilt euch, wir müssen sofort im Schnellweg. Der hat gepatzt. Der hat grandios gepatzt mit keinem Erfolg und einer 1. Ja. Ich feiere mich gerade ein bisschen. Ich bin so dumm. Meine NPCs sind so dämlich. Gut, dann suche ich mir als allererstes ein Versteck, das schon so, wenn ich mich nur da verstecken würde, allein jetzt ohne Verdunkelung, schlecht einsehbar wäre, von dem ich aber den Eingang im Blick habe. Okay, du kannst dich auf der gegenüberliegenden Seite zwischen so 2 so großen Müllcontainer an einer Seite von einem anderen Hotel quasi verstecken. Gut, da stelle ich mich hin. Was ich dir anbieten kann. Ja. Und wenn ich dann da stehe, dann verdunkle ich mich. Du wirst dich definitiv nicht bei diesen dreckigen Müllcontainern verstecken. Denn du bist nämlich ein Ordnungsfanatiker und hast einen Reinigkeitsfimmel. Du gehst da hin und siehst, das wäre das perfekte Versteck, aber sobald du den Geruch in der Nase hast, hast du hier nie im verfickten Leben. Ich rümpfe die Nase. Ja, the problem ist ja, man kann mich ja finden, wenn man gezielt nach mir sucht, wenn ich verdunkelt bin. Wenn man weiß, wie du aussiehst und wenn man gezielt nach dir Ausschau hält, weißt du. Ja, that's the problem. Dann kann man dich finden. Okay, dann. Ja, dann. Ich halte das nächste Taxi an. Zurück zu Hector und Tom. Bei der Führung durch die Küche fällt dir auf, dass es auch einen Lieferanteneingang gibt. In der Küche hinten. Okay. Wo halt? Ich tue erst noch so eine Weile, als würde mich das interessieren, was sie mir da über Gemüse und Tomaten und hier frisches Fleisch und Hummer erzählen. Und wenn es dann nicht mehr so auffällig ist, dass ich nur so eine kurze Zeit da aushalte, dann würde ich mal eine Raucherpause vortäuschen und sagen, ja Leute, gibt es hier irgendwo nochmal da so hinten da, ich sehe gerade den Ausgang da, dass ich nicht mal eine rauchen kann. Ja, ja klar, kein Problem. Er macht halt diese große Metallschiebetür auf und lässt sich dann ordnen. Mir kommt gerade eine Zuflucht gehört, hat sie gerade am Arsch. Mir kommt gerade eine coole Idee. Stell dich doch einfach tot. Leg dich da jetzt irgendwo hin so. Und dann kommen die und untersuchen dich. War kein Puls und so. Ich meine, man könnte ja jetzt auch den Köchen ja jetzt auch was vorspielen. Ne? Also so ein, irgendwie, wir sind ja jetzt draußen. Und wenn der Hector jetzt ruft, ah, nicht du schon wieder. Und dann rumpel, rumpel, rumpel. Und alle kommen da raus und der Hector liegt da und ist irgendwie. Sag mir nicht, was ihr könnt, sag mir, was ihr tut. Was? Du hast doch ein Messer dabei, hast du das nicht noch dabei? Ja, dann soll ich dich jetzt abstechen oder was? Ja, also wie ich gerade gesagt habe. Wir machen jetzt ja einen. Du kannst doch Schauspieler, hast du gesagt. Spiel deine eigene Leiche. Ja, dann versuchen wir das mal. Jeder gute Rockstar ist in einem guten Alter gestorben. Wie alt bin ich denn? 27 vielleicht zufällig? Sollen wir so machen? Ja, ich rufe mal eben auf dem Handy den Christopher an und sag Bescheid, wo wir sind. Gott sei Dank. Ach ja, mein geiler Klingelton, ich geh dran. Genau. Das ist das Michael-Handy, ja. Wir werden wahrscheinlich gesucht jetzt von den Leuten. Wir täuschen Hectors Tod vor, damit wir hier rauskommen. Und dann verätzen wir ihr Gesicht mit Säure. Nein. Sein Gesicht. Sein. Ja, Entschuldigung.
Oder willst du, weil wir sind hinten im Küchentrakt, im Mitarbeiterbereich. Dann komme ich zu euch mit dem Taxi. Ja, nein, wir täuschen einen Mord vor. Sie werden. Und wo soll ich hin? Ich habe das Handy von dem Schützen. Wir können zurückverfolgen, wer unseren Tod beauftragt hat. Also ich werd, wo wollen wir uns treffen? Ja, sie werden ja gleich irgendwie mit einem Krankenwagen oder so ankommen und ihn raustransportieren. Dann folge uns einfach heimlich. Ist gut. Gut. Wir sehen uns dann spätestens im Krankenhaus oder wo auch immer. Ja. Ja gut, dann fange ich an mal rumzuschreien. Boah, nee, nicht du schon wieder. Jetzt hau endlich ab, Mann. Ich hab dir schon so oft gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Jetzt verpiss dich endlich. Stehen da irgendwo Mülltonnen oder sowas rum? Ja, sicher. Ist ja hinten. Ja, dann fange ich an, irgendwas zu schreien und die Mülltonnen umzuschmeißen und dann... Krumm. Ihr hört trampelnde Schritte aus der Küche. Die quasi in Richtung aus. Tom denkt auch, ich wäre tot. Ja. Also ich bin wieder natürlich dann wieder weg. Du verdunkelst dich, ja. Ich lege mich in irgendeine in eine verdrehte Pose auf den Boden, sodass man schön meine blutenden Wunden sehen kann und bin tot. Stell mich tot. Okay. Lay dead. Ja, die Tür wird aufgerissen. Oh mein Gott! Was ist da passiert? Oh! Sie haben Kenny getötet. Genau. Ihr Schweine! So, der versucht dich mal wieder zu beleben. So mit Herzmassage und bricht dir die Rippen an und allem. Ja. Ein Erfolg, du lebst wieder. Nein! Zweite Variante von ihr seid tot. Ja, er gibt sich alle Mühe und das darf doch nicht wahr sein und ist irgendwie Herzmassage und alles mögliche dran. Und kurz darauf gibt es ein noch mehr. Ja, Ambulanz, ja. Christopher freut sich schon endlich. Ich gehe dann gleich rüber zu denen. Guten Abend, ich bin Dr. House. Ambulanz fährt hinter das Hotel. Zwei Krankenhelfer, beziehungsweise ja, Sanihelfer und ein Arzt steigen aus. Wirst untersucht, wirst beatmet und alles Mögliche und oh mein Gott, er ist kalt. Beatmet. Ich versuche noch irgendwas zu retten und so Defi, sofort Defi. Mach mal einen Wurf auf Stamina. Jagen nämlich gerade so ein paar Volt durch dich durch. Mehr Saft! Du kriegst diesen Britzel ab. Und merkst halt, wie das dir durch alle Muskeln zieht und dann so, ja, du bist halt quasi, du reißt auch die Augen auf so nach dem Motto, was soll der Scheiß? Mir geht's gut! Ja, so, würfel jetzt noch einmal auf Intelligenz. Okay. Ja, okay, die zwei, damit ist das geklärt, so. Du bist wieder voll beim Bewusstsein, vergiss diese Schauspielerei, diese ganze Scharade, weil der Arsch wieder nicht gerade gebritzelt hat und so, das tat echt weh. Ja? Und du liegst dann da so und starrst die Typen an, so. So. Kunde? Jetzt kommt der Typ, der nämlich Ahnung hat von Medizin, der Doc. Und sagt, er ist immer noch tot. Er hat keinen Puls. Er hat definitiv keinen Puls. Werde ich langsam misstrauisch, weil das so lange dauert und der Krankenwagen schon reingefahren ist, aber immer noch nicht unterwegs ist. Ich wollte gerade aus der dunklen Ecke eine Sims schreiben. Jetzt verkackt, schreibe ich. Ja. Okay, ich gucke. Ja. Und seufze nur so leise. Tja, dann müssen wohl jetzt alle sterben. Ich gebe dem Taxifahrer weitere $1,000. Und sage, dass er davor zu der Lieferanteneinfahrt auf der Rückseite fahren soll und dass er so parken soll, dass die zugeparkt ist. Okay. Macht er. Und dann steige ich aus. Mhm. Stell dich dumm. Ja. Du bist dumm. Du Hector am Leben. Da war so ein weißes Licht. Ich bin auf das Licht zugegangen. Ja. Aber das, was da so funkelt, so schön aus. Warum habt ihr mich wiedergeholt? Einer von denen geht zum Krankenwagen, kommt wieder mit so einem kleinen Köfferchen quasi und holt dir so ein portables EKG und drückt dir das hier so auf die Brust. So. Klebedinger. Wir müssen sie untersuchen, das ist doch nicht normal. Ja, aber das klebt in meinen Brusthaaren, das geht nicht. Das tut voll weh. Ich bin allergisch dagegen.
will das nicht. Ich flipp die alle wieder runter. Jedes Mal, wenn da einen draufklebt, weiß ich den sofort wieder ab. Das wird sehr wehtun, aber ich halte das aus. Ist ja. Der Arzt neben dir hält immer noch deinen Puls und immer noch keinen Puls verfügbar. Wie kann er meine Hand halten, wenn ich die Pflaster abreiße? Ja, der hält dich halt fest. Also den lässt er nicht los, den will er nicht loslassen. In dieser Gasse befinden sich neben euch aktuell der Küchenchef, zwei hier Sunny-Typen und ein Doc. Und eben ihr natürlich. Ich guck ihn kurz an. Warten Sie hier, dann gibt es noch mehr Geld. Und dann gehe ich nach hinten in die Gasse zu denen. Was tust du? Ja. Zu einer guten Geschichte gehört natürlich immer ein Stückchen Wahrheit. Ich gehe auf die ganz gezielt zu. Meine Herrschaften, darf ich Sie einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Was? Wir haben ja ganz andere Probleme. Wer sind Sie überhaupt? Fragt der Doc. Mein Name ist Christopher Serif. Ich bin vom FBI. Wir haben hier einen Code 1105. Können Sie sich ausweisen? Ich bin sehr spontan hierher geschickt geworden und habe leider deshalb weder eine Marke noch eine Waffe dabei. Lucky. Okay. Und was ist das für ein Code? Ja, wir haben ja jemanden, der tot ist, aber nicht tot ist. Sowas kann nicht sein. Sowas ist mir genau, noch nie passiert. Genau darüber möchte ich jetzt mit Ihnen reden. Wirf mir erstmal auf Manipulation und Subterfuge. Warum habe ich keine Waffen dabei? Weil ich die habe. Ich könnte einfach alle umlegen, verdammte Scheiße. Okay. Ja. Sieht doch gut aus. Du bist auf jeden Fall schon mal ein Agent. So. Und das ist auch ein US-Regierungsprojekt. Und der ist für dich. Du bist ein Agent. Scheiße. Ich habe eine 2 für den Malkavianer gewürfelt. Für seinen, für seinen Tick quasi. Für seinen Irrsinn. Weil er nämlich gerade auch in einer echt angespannten Situation ist und diesen eiskalten Killer schon lange nicht mehr rausgelassen hat. Und desto länger man sowas unterdrückt, desto schlimmer wird das. Niemand, ich öffne ganz langsam meine Krawatte, mach sie ab, darf von diesem geheimen Projekt erfahren. Ich stecke es in die Innentasche von meinem Jackett. Dann packe ich in meine Jackentasche und hol die Rasierklingen raus und pack die in aller Ruhe aus. Das sorgt ja jetzt allein schon, die Anrede sorgt ein bisschen Verwirrung. Deshalb, ich mache das Päckchen auf, hol 2 von den Rasierklingen raus, dass ich in jeder Hand eine habe, bin ich leider dazu gezwungen, sie alle zu eliminieren. Ja, und dann lege ich los, ne? Ich öffne einfach. Was reden Sie da für ein Blödsinn? Slice and dice! Was möchtest du denn machen mit dir, Ian? Wo willst du ihn schneiden? Was tust du? Ich will ihm die Kehle öffnen, natürlich. Okay. Du machst den, aber du triffst nicht genau die Kehle, sondern du triffst hier etwas tiefer, so quer über das Brustbein quasi. Ja. Und so ein richtig relativ tiefer Schnitt eigentlich zieht sich da durch. Sind sie denn wahnsinnig? Oh, ja. 2, die aktuell, also die 2 Sunny-Helfers, die stehen halt aktuell kämpfend vor dem Malka. Der Doc liegt noch neben Hector und der Küchenchef versucht sich gerade wieder ins Hotel zu verziehen, weil der darauf keinen Bock hat. Martin Küchenchef. Jetzt ist dann wahrscheinlich irgendwie die Polizei oder so. Der Küchenchef hat sich verzogen. Sunnys, der zweite von den Sunnys fuchtelt wild vor dir in der Luft und fängt an dir vorbei. Ja, dir wird total kurz. Also ich versuche zu verhindern, dass jemand da jetzt Hilfe holt oder so. Ja, der Küchenchef macht sich gerade. Ja, hinterher, ich spiele ihn rein oder sowas. Bitte? Überwältige den. Was willst du denn machen mit dem? Der macht gerade die Tür auf. Ich schlag die Tür wieder zu und entscharne mich dann ja und guck den dann ganz böse an. Also, ne, mit den Mauern und so. Okay. Und dann gehe ich den dann noch in den Kragen. Aber der wird nicht irgendwie in Panik wegrennen oder sonst irgendwas oder so. Das sieht halt einfach nur scheiße aus. Aber ich hab kein Manipulatives Ding. Ja, und der Küchenchef, der holt jetzt auch mal mit seiner relativ großen, groben Faust mal aus. Weil der Typ, der schlachtet wie so ein Schweine. Hector, was machst du? Du sitzt noch alleine auf dem Boden, weil... du hast immer noch den Doc neben dir. Jetzt nimm den Doc und dann immer schnell weg. Küss ihn, das erwartet er nicht. Danke, mein Lebensretter.
Es nützt ja nicht. Ich habe aber keine Waffe leider. Ja. Was sind denn strategisch gute Punkte, um Leuten einen runterzuhauen, damit man die ausstellt? Hilfe. Ah ja. Nase. Ah, der sitzt neben mir, ne? Ellenbogen ins Gesicht. Der sitzt halt so und der kniet neben dir und hat halt den Puls gefühlt gehabt. Nasenbruch. Nasenknochen direkt hoch ins Gehör. Ja, ich hau ihm auf die Nase. Pomp! Oh, und der Typ hat ins Nacken. Wird aber nicht bewusstlos. Ich will zwei Sunnies vor dir. Ich will versuchen, den Verletzten zu packen, damit ich ihn festhalten kann, damit ich ihn in der nächsten Runde trinken kann. Okay. Du hast zwei Zähne, okay. Ich bin halt gerade im totalen Blutrau. Ja. Okay, der Maikaviana versucht sich den Typen so zu krallen, der versucht sich dir zu entwinden, es gelingt ihm nicht. Und du packst ihn so von hinten so im Schwitzkasten quasi und ziehst den so quasi mit dem Hals so zu dir ran. Und hältst ihn quasi jetzt so vor dir, ne? So wie man halt einen so, wie so ein lebendes Schutzschild vor sich quasi hält. Okay, der andere Typ versuchte dich zu schlagen. Hört dein Gesicht. Lass Jim in Ruhe! Das gibt es nicht. Holt voll aus und macht 4 Schaden, Schlagschaden. Alter, der ist richtig sauer. Ja, dann mach mal bitte absorbieren, die 4 Schlagschaden. Der Koch mit seinen Monsterarmen will dir ins Gesicht schlagen. Ja. Und mit einer 10, einer 7, 7 und einer 6 hat er 4 Treffer. Mhm. So, das heißt, 3 extra plus Körperkraft von 3 sind 6 Würfel, um Schaden zu machen. Ja, das sieht gut aus, das sind 5 Schaden. Die treffen total glücklich. Mhm. Und du absorbierst einen, sind 4 übrig, du kriegst 2 Schlagschaden, 2 Schrägstriche. Der holt mit seiner großen, behaarten Faust aus. Den er sonst Austern ausquetscht oder was auch immer er damit macht und gibt dir total ins Gesicht. Hector Luengo García. Versucht den richtig guten Kinder. Und du patzt. Ja, aber beim Schaden passt. Was sind das für Würfel wieder? Was? Halt. Also bei mir funktioniert sie gut. Moralisch geeint. Wenn ihr ein reines Gewissen habt, wie gute Leute seid, Täter, Feuerwehrleute oder so, Polizisten, dann ist es irgendwie gut. Wenn ihr böses Wort nicht. Ja, was habe ich verpasst? Der Notzi hat versucht, den kräftigen Kopf irgendwie festzuhalten, hat dabei verkackt und hat den Kopf volle Möhre auf die Fresse gekriegt. Das ist gerade gut. Also, er hat 2 Schaden und kriegt die auch wirklich. Dem der richtig übel getroffen hat. Seemannsfaust. Seemannsfaust, genau, das ist halt richtig so ein bärtiger, bäriger Typ halt so. Der hat früher immer seine Kraft gegessen. Genau, und Hector hat versucht, den Hack zu geben, den Lock, aber der versucht jetzt auch irgendwie wegzubrechen. Weiter bei Christopher, der gerade den Sack in den Schutzkasten hängt. Ich trinke jetzt bis auf den letzten Tropfen leer. Okay. Du weißt, wie du machst gegeneinander einen Stärke-Check. So, ich weiß nicht. Der Maikab hat eine 10 und der Sunny patzt. Ja. Tja, der Maikab ist halt im Rausch, ne? Du darfst ihn merken. Ja, Wasser mit dem. Und ziehst dir den komplett durch. Wie viele Punkte? Wie viel hast du leer? Also du kannst dich... Hier habe ich leer. Ja, mach voll. Mach voll. Gut. So, gießt den komplett und trinkst halt auch noch weiter und es läuft dir halt auch so runter. Ne? Ist dir vollkommen egal. Ja. Was seid ihr für Freaks? Was seid ihr für verkackte Freaks? Christopher Black, Arschloch. Ja. Dann werfe ich mich hinten auf ihn drauf und trink ihn auf. Mach mal das. Der Doc, der rennt. Ja, er hat 2 Erfolge, stützt sich hoch und fängt an loszurennen und ist jetzt ungefähr dann auch auf der Höhe von dem zweiten Sunny. Das heißt, da ist ein Sunny, der auf dem Boden liegt und versucht auch wegzurennen und da ist ungefähr auf derselben Höhe ein Doc, der auch gerade aus dieser Gasse versucht zu rennen. Alter. Ich stürze mich auf den Doc. Okay.
du ihn irgendwie zu Boden reißen oder ins Gesicht schlagen? Was willst du? Ich versuche ihn mit mir runterzureißen, es gibt erstmal Zeit. Der Doc rennt gerade weg, der ist schon bereits am Maika vorbei. Du hast einen Schuh. Wirf den Schuh! Tür! Klick hoch! Der intelligente Rockstar! Das ist Nein, aber 979 reicht! Du wirfst den Schuh und triffst ihn am Hinterkopf! Nicht wahr, ey! Mach mal Schaden mit 4 Würfeln, also Stärke, du hast noch 2 plus 2 für die Extra. Der hat so Ärzte Crocs oder so. Wir nuken uns hier so durch die Gegend, das ist echt schlimm. Das ist ein Schaden. Versucht er mal zu absorbieren. Katze, nein. Ja, auch, ja. Ja, der kriegt das Ding am Hinterkopf und macht so einen halben Schritt nach vorne und so, aber das macht ihm nicht wirklich Schaden, nee. Und der wird dann weiter für ihn. Nächstes ist Christopher Black. Ja, wir haben dann noch, genau, den Sandy, der auf dem Boden liegt, den du versucht hast, beziehungsweise der wegrennt jetzt auch, genau, den du nicht gegriffen hast. Ja. Der versucht zu rennen. Und auch der legt sich erstmal auf die Nase. Mein Gott. Der mal Chase. Ja. Okay, zurück zu Tom. Du berührst immer noch mit dem Bärentypen. Nicht mehr Genick brechen? Nee, festhalten diesmal. Okay. Stärke gegen Stärke. Reicht. Kein Problem. Hey, mal keine 1 gewürfelt. Ja, eine 10er. Mach ihn leer. Ja, du kannst jetzt von ihm trinken. Du hältst ihn ja eh schon so fest. Ihr ringt gegeneinander und dann beißt du zu. Ja, der muss leider auch weg. Willst du leer trinken? Ja. Okay. Dann darfst du dich wahrscheinlich voll machen. Glaubst du? Ja, ich weiß nicht, ich hab jetzt 5. Ne, 4, weil ich hab da eben nochmal. Mach dich voll. Vampire the Massacre. Auf 10, ja? Ja. Und dann. Röchelt. Riecht er dann zusammen und lässt ihn fallen. So, ja. Tom sitzt noch am Boden. Wir haben. Relativ in der Nähe noch den einen, der sich auf die Nase gelegten Sunny und ziemlich weit von euch weg den Doc, der sich eben auf die Nase gelegt hat. Nö, Patzer. Hector, steht auf! Oh, du bist doch so schwindelig vom Tod sein. Und dann legt sich auf die Fresse. Hat erstmal direkt gepatzt, sehr schön. Ja. Pack mir den erstbesten von den beiden von hinten und mach ihm mit der Rasierklinge von hinten die Kehle auf. Ja, das ist halt der Sunny dann. Dann mach mal Angriffswurf mit auf Schwierigkeit 5. Ich hab perfekt die Kehle getroffen, aber leider die stumpfe Seite nicht genau. Verwendet. Du hast die Fläche quasi genommen und ziehst ihn damit so mal. Sehr schön. Ja. Ja, Doc raffelt sich perfekt auf, rennt. Ja, und ist jetzt quasi, kurz vor dem Taxi, ne, und ist halt quasi dazu da, also der will gerade über die Motorhaube irgendwie springen und halt um die Ecke weg, also das wird er wohl auch schaffen mit den 4 Erfolgen. Der Sunny. Der Sunny hat eine 9, eine 7 und eine 10, ja. Auch der wird das entsprechend schaffen und wird da losrennen, der wird aber noch nicht sofort entkommen sein. Ja, der Doc, wie gesagt, der rennt gerade auf das Taxi zu und ihr seht wie eine, ja, ihr hört, also es hört ihr nicht, aber ihr seht einen Einkaufswagen um die Ecke kommen. Meine Heldin, sie kommt, um mich zu retten. Ja. Und der Doc raffelt sich auf, rennt in die Richtung, versucht irgendwie an dem Taxi vorbeizukommen, wie auch immer. Und schreit, das ist total wahnsinnig, alle wahnsinnig. Und da ist die Oma und dann, was ist denn los, junger Mann? Geht auf den zu, der Doc rennt auf die Oma zu. Die sind alle total verrückt, hält die so am Kragen. Junger Mann, sie sind ja total verrückt. Und in dem Moment hört er ein relativ lautes Knack. Und der Doc sinkt zu Boden. Ja,
Vampire gibt es wirklich. Ihr seid nun aufgefordert, den Raum zu verlassen und euch vor ihm zu verbergen. Geht allein, oder Dracula wird euer Gefährte. Kehrt nicht zurück, ehe ihr die Glocken schlagen hört.